du bist neu bei Freifunk und hast ein paar Fragen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Little Ben. Willkommen zu einem neuen Video. Als ich neu bei Freifunk war, ging es mir genau wie dir. Ich hatte Fragen. Fragen zu dem Thema, Fragen zur Hardware, Fragen zu Rechtssicherheit, zu allem Möglichen. Mit den Fragen habe ich mich damals an Freifunk Mainz gewendet. Vielen Dank an dieser Stelle für eure kompetenten Antworten. Heute möchte ich euch ein paar dieser grundlegenden Fragen, die mir im Laufe meiner Freifunkzeit begegnet sind, beantworten. Sie stammen aus E-Mails, aus Kommunikation, aus Fragen, die mir einfach im Laufe der Zeit untergekommen sind. Wir haben so ein Ticketsystem, da werden Fragen gestellt. Aber es sind immer wieder ähnliche Fragen, die Leute haben. Zuallererst möchte ich euch einfach in den Themenkomplex mitnehmen über die Hardware. Eine der wichtigsten Fragen, die gestellt wird, ist eben, welchen Router soll ich benutzen? Welchen Router soll ich mir anschaffen? Ja, wenn wir bei uns auf der Karte gucken, dann sind da einige Modelle stark vertreten. Das lag einfach daran oder liegt daran, dass sie preisgünstig sind, relativ gute Einstiegsmodelle sind, aber manche Modelle sind halt nicht ganz so zukunftsfähig. Das heißt, wenn die Firmware irgendwann ein größeres Update macht, könnte es sein, dass der Arbeitsspeicher da ein wenig zu eng wird. Im Wesentlichen sind bei uns die Modelle vertreten, also hauptsächlich von TP-Link. Das ist natürlich wie immer kein Produktsponsoring oder sowas, aber das ist halt einfach momentan so, dass von TP-Link ganz viele Modelle im Einsatz sind. Ja, an Hardware wäre zum Beispiel der TP-Link WR841. Das ist so lange unser Einstiegsmodell gewesen, weil er relativ preisgünstig ist. Allerdings ist er inzwischen in die Jahre gekommen. Die Freifunk-Firmware wird immer größer und der Speicher hier drauf ist begrenzt mit 4 MB. Das heißt, irgendwann ist vielleicht die Firmware zu groß für den Router und ihr müsst auf einer alten Firmware bleiben, was ja letztlich keiner will. Die Preise waren so zwischen 15 und 30 Euro, je nach wo ihr es kauft, beim Händler eures Vertrauens. Deshalb haben wir uns entschieden, auf den 1043 umzusatteln. Auch der ist ein sehr gutes Modell, hat mehr CPU wie der 841er, kann dadurch schneller den Tunnel aufbauen, mehr Clients bedienen, ist im Prinzip so das Modell der Wahl, ist momentan, sage ich mal, zwischen 30 bis 50 Euro zu haben. Aber wie gesagt, die Preise variieren. Hier achtet bitte drauf, dass ihr nicht das Modell, die Hardware-Revision 1 holt. Das ist ein anderes Modell, das weniger CPU hat, nicht so leistungsfähig ist. Die Revisionen 2 bis 5 sind hier so das, was man, sage ich mal, gebraucht bekommt. Neu gibt es die Revision 5. Die hat dann auf der Rückseite nicht mehr den USB-Port zum Beispiel, aber den braucht man eigentlich auch nicht. Ja. Also durchaus ein gutes Modell. Schaut aber bitte bei eurer Community, ob die Revision 5 zum Beispiel schon unterstützt wird, bevor ihr diesen Router kauft. Ja, ansonsten gibt es noch einige Modelle, die verbaut werden, die TP-Link WR940, 941, 901, die 840, nee, 850 ist es, so ein Steckdosenaufsatz. Ja, da gibt es diverse Modelle, ihr müsst halt schauen, was ihr momentan im Handel noch bekommt. Ansonsten gibt es Outdoor-Varianten. An Outdoor-Varianten werden oft verwendet zum Beispiel die Nano-Station. Ich habe leider nur den Karton hier, weil er verbaut ist. Das ist eine Nano-Station M2 Loco, also Low-Cost. Dann gibt es noch die größere Variante für die M2. 2 heißt 2 GHz Bereich, 2,4 GHz Bereich. Ja, dann gibt es die M5-Varianten, M5 Loco bei Nanostations. Die werden auch öfters mal verwendet. Allerdings sollte man hier nicht die Freifunk-Firmware benutzen, sondern die halt für Mesh-Links, für einen quasi eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung von zwei. Hier sind zwei Freifunk-Router, dann kommen die zwei Nanostations und die machen quasi ein langes Ethernet-Kabel durch die Prärie. Verbinden damit die Knoten über die Luft. Outdoor-mäßig gibt es dann auch noch andere Varianten, wie zum Beispiel den UAP ACM.
Der wird von der Freifunkfirma nicht unterstützt, aber kann eben mit dem Controller-Setup im Außenbereich gut verwendet werden. Von Ubiquiti an sich gibt es diverse Router, wie zum Beispiel ein UAP-AC-LR. Auch den habe ich verbaut. Ist ein guter Router. Ich habe ihn auch mit Original-Firmware in Betrieb, nutze die Funktionalitäten vom Unify-Controller, aber speise halt Freifunknetz mit ein. Wünschenswert ist, wenn ihr so ein Szenario mit einer Controller-Lösung habt, dass dort dann auch ein Mesh-Netz zur Verfügung steht, dass halt Leute von außen, die Nachbarn oder so, sich mit dem Mesh-Netz verbinden können. Als weitere Outdoor-Variante wird oft verwendet von TP-Link der CPE 210 oder 510, auch wieder 2 bzw. 5 GHz Bereich. Da kann die Firmware direkt drauf gemacht werden. 5 GHz ist natürlich auch wieder mangels DFS in OpenWRT nicht gewünscht, kann dann aber wie gesagt zum Meshen verwendet werden. Ansonsten gibt es noch das Thema Offloader, also im Prinzip einen etwas leistungsstärkeren Router, Computer, der im Prinzip den Tunnel aufbaut und per Mesh-Netzwerk die Knoten, die normalen Freifunk-Router anbindet, sodass nicht jeder einzelne Router eine VPN-Verbindung aufbauen muss, diese Last quasi dem Prozessor nicht zugemutet werden muss, sondern das ausgelagert wird in den Offloader. Klassisches Beispiel ist der Futro S550. Der hat eine CF-Karte drin, die beschrieben wird mit der Freifunkfirmware, hat auf der Rückseite eigentlich nur einen LAN-Port, über den man dann entweder mit VLAN, das muss man halt entsprechend konfigurieren, auf der Shell, oder empfehlenswert ist, man holt sich noch eine Small Form Factor Karte, weil die nur eine halbe Höhe hat, die dann hier reinkommt mit einer Riser-Card, also gerade so abgewinkelt hier mit drin ist. Dann hat man 2 Netzwerkkarten und kann halt regulär, wie am Router auch, der eine bringt den Uplink vom Internet und der andere leitet dann entweder Freifunknetz oder Meshnetz aus. Eine etwas schickere, kleinere Variante ist der Edge-Router. Ja, da habe ich schon ein paar Sachen drauf geklebt. Der bringt nicht ganz so viel Leistung wie der Futro. Der Futro liegt ungefähr so bei 80 bis 100 Mbit, die er durchschleusen kann. Der Edge-Router, hier ist es der SFP, auch von UBNT, Ubiquiti. Der macht so, ja, da hatten wir heute gerade, ein Freifunkkollege eine Messung gemacht, vielen Dank. Der hat das mit dem ERX gemacht und der hat so um die 40 Mbit gemessen, direkt am Router. So viel zu dem Thema Hardware. Ich schreibe euch unten in die Links noch ein paar Details dazu, schaut dort rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und vergesst nicht, falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Subscribe-Button zu klicken und das Glöckchen anzuklicken. Dann werdet ihr immer dann benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade zum Thema Freifunk, WLAN oder Amateurfunk. Also macht's gut, bis die Tage, wir sehen uns. Ciao, ciao.